Herzlich willkommen zu 5 Minutes for Growth, Staffel 2, Episode 18. Markenkernkongruenz. Ein sperriges Wort, zugegeben, aber wir müssen einmal wieder ein bisschen über Strategie sprechen. In den vergangenen Wochen haben wir viel über Führung, Selbstmanagement, Vertrieb gesprochen. Heute ist mal wieder Strategie dran. Und Marke, das wissen Sie, wenn Sie uns aufmerksam folgen, ist keine Frage des Marketings, sondern Marke ist eine Frage von Strategie. Marke gehört also nicht in die Abteilung Marketing delegiert, sondern Marke, Markenbildung, Markenweiterentwicklung gehört in die Unternehmensführung. Jetzt mögen Sie zu Recht sagen, Mensch, was gehört denn noch alles in die Unternehmensführung? Weiß ich nicht, aber Marke sicher. Denn die Marke ist ja etwas, was unmittelbar mit der Strategie zusammenhängt. Wenn ich strategische Ziele habe, wenn ich strategische Absichten habe, wenn ich eine Vision habe, Sie kennen unser Drei-Ebenen-Modell, das Mandat Growth Strategy Framework, das haben wir in einer der Episoden, glaube ich, in der Staffel 1 einmal durchdekliniert, dann sind wir unmittelbar mit dem Thema Marke verbunden. Und Marke ist eben mehr als bunte Bildchen machen. Und das ist auch einer der Gründe, dessenthalben Marke in die Unternehmensführung gehört und nicht ins Marketing und schon gar nicht in die Werbung. Aus der Marke heraus definieren sich Maßnahmen, definieren sich Marktauftritte, definieren sich Werbemaßnahmen und ähnliches mehr. Aber die Marke ist mehr als all das. Und um an die Marke heranzukommen, ist Ihnen der Begriff des Markenkerns nicht fremd. Nun kann man mit viel Mühe und wissenschaftlichem Tamtam an das Thema Markenkern herangehen. Sie kennen uns, wir sind eher pragmatische Befürworter oder Befürworter des pragmatischen Ansatzes. Wir haben ein Modell entwickelt, mit dessen Hilfe man ganz gut den Markenkern erarbeiten kann, mit einem Unternehmen aus der Historie heraus, aber auch aus der Absicht heraus einen Markenkern herausarbeitet. Das würde in der Tat in diesem Video, in dieser Episode zu weit führen, zu erläutern. Aber das Resultat ist etwas wie das folgende, einmal rein methodisch. Wir haben nach der Erarbeitung des Markenkerns, haben wir in der Mitte, Achtung, Überraschung, den Kern, ja, den Markenkern, der meist aus einem, manchmal aus zwei Worten besteht. Bei uns, beim Mandat, wäre das beispielsweise profitables Wachstum. Bei BMW ist es beispielsweise Freude. Und jetzt können Sie sich noch andere Unternehmen überlegen, wo Sie den Markenkern von außen kennen, aber am besten überlegen Sie sich einmal, was ist denn Ihr Markenkern? Und Achtung, das ist nichts, was man mal eben so am Biertisch mit dem viel zitierten Bierdeckel macht. Hier um den Markenkern herum sind drei weitere starke Attribute, die sich auch nicht aus der Luft herausnehmen, sondern die sich aus der Historie des Unternehmens herausfinden oder aus den strategischen Absichten herausfinden. Vielleicht ist man noch nicht dort, möchte aber dahin. Drei starke Attribute. Und drumherum, idealerweise, angedockt an die jeweiligen Attribute, ergibt sich Ihr Universum an Adjektiven, an aus der Historie erklärbaren Tätigkeiten, Haltungen, was auch immer es ist. Hier steht ein ganzer Teil der Unternehmenskultur auch, der schon mit hineinfließt. So verstehen wir einen Markenkern. Und jetzt kommt der Punkt, deswegen heißt diese Episode auch nicht Markenkern, dann hätte ich Ihnen ja erzählt, wie man das erarbeitet, sondern die Episode heißt Markenkernkongruenz. Was auch immer hier steht, es muss durchdekliniert werden. Sie haben keine Chance, sonst einen glaubwürdigen Markenkern zu haben. Wenn ihr also wie bei einem Unternehmen, das mit Mode handelt und für fröhliche Familien steht, hier diese fröhlichen Familien im Kern sind, wie auch immer, wir kennen das Unternehmen nicht näher, und draußen fährt ein LKW herum mit einer spärlich bekleideten Blondine, dann ist das nicht passend. Das mag vielleicht Aufmerksamkeit erregen, aber das Unternehmen hat hier gegen seinen Markenkern gehandelt, um marktheischend oder marktschreiend draußen aufzutreten. Nicht nur peinlich, es ist auch methodisch falsch und wird nicht nachhaltig zu Wachstum beitragen. Wenn Sie bereits einen Markenkern haben, dann nutzen Sie doch die nächste Strategieklausur, die Sie haben, um einmal zu überprüfen, spielen wir denn den Markenkern richtig? Wie drückt er sich aus in unserem Auftritt, in unserer Sprache, in unserer PR, in unserer Werbung, in unserem Auftreten gegenüber unseren Kunden, in unseren Produktverpackungen, wo auch immer?
Spielen wir den Markenkern richtig? Wenn die Antwort ja ist, fein, don't touch. Wenn die Antwort nein ist, sofortige Maßnahmen sind erforderlich, um hier zu justieren. Denn die gute Nachricht ist, das lässt sich ja korrigieren. Wie ist eigentlich Ihr Markenkern? Schreiben Sie mir mal guido.quelle@mandat.de. Ich bin interessiert dran. Bis dann.